Da ist er wieder. Wir haben wieder einen Tag erfolgreich gestern zusammen rumgebracht und geschafft. Und oben die Gelduhr läuft immer noch. Wir sind gerade auf dem Weg zu Lidl. Und dort werden wir dann eben schnell das Brot absetzen. Und danach geht es dann zum Stadion. Vom Stadion aus werden wir dann mal ja bei der Brauerei mal eben schnell reingucken. Und wenn gar nichts mehr geht heute, dann haben wir noch die Obstplantage, wo wir auch nochmal vorbeischneiden sollten. Und vor allem auch beim Sägewerk oben. Ja, ansonsten, viel ist jetzt noch nicht passiert. Ne? Ich habe ja gestern auf dem Weg hier zu Lidl und zum Stadion die Folge beendet. Und ja, jetzt drehen wir hier einfach mal so einen schönen Kurs hier über den Acker. Ta 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 ta. So. Dann wird hier mal eben schnell wieder Geld verdient. So ist fein. Jetzt geht's noch zur Brennerei. Boah, dann haben wir auch jetzt in den letzten drei Folgen hier viel geschafft, ne? Also zumindest die Bänder wieder freigeräumt, das ein oder andere noch von A nach B gekarrt. Was aber schon mal gut ist, ne? So, was haben wir denn hier so stehen? Eine verdammte kleine Palette. Warum? Weil es nicht mehr hergibt oder was? Weil es nicht schneller ist? Sieht so aus, ne? Ist ja eigentlich soweit alles da. Wir haben alles. So ist der Obstler, wenn nicht so wie wir das wollen. Dafür sieht es beim Korn auch nicht viel anders aus. Was haben wir denn? Korn, 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 Korn. Bei Lidl. Den können wir noch eben schnell vorbeibringen. Und dann machen wir einen Abstecher zur Obstplantage. Das ist ja alles Gott sei Dank hier so in der näheren Umgebung. Da will ich hin. Warum fällt er denn jetzt an der Warenannahme vorbei? Ja, warum wohl? Er möchte drehen. Und dann schon in die richtige Richtung starten. Macht doch mehr Sinn, oder nicht? Oh. Zack, weg mit dir. Und die Gelduhr läuft. Ein Träumchen. Müssen wir gucken, inwieweit hier der Kompost abgetragen wird. Weil ansonsten. Und wie weit er hier ist, das würde mich auch nochmal interessieren. Er wieder was mitbringt. Silage, Silage, Silage. Aber irgendwas. Seht. Oder sieht irgendeiner oben links Silage? Wo ist er denn? Ich glaube, der ist out of order hier. Müssen wir mal eben gucken. Dass ich dort die Bänder nochmal neu ausrichte oder hinstelle, wie auch immer man das nennen möchte. So, hallo, hallo, ich muss mal hier durch. Danke. Hey. Oh. Jo, da wird nämlich nichts voll gemacht. Bringst du wieder was mit oder bist du leer? Ah, siehst du, das Ding ist voll. Alles klar, das heißt, wir könnten theoretisch mit diesem hier, habe ich dich abgespeichert, mal gucken. Kraftfutter, Rinderhof, Hof, nein, Silage. EGA Nord. EGA Nord. Silo.
0,28 Butterwerk. Ja, oder so können wir es auch machen. Speichern wir nicht mal ab. Und verschieben dich auch gleich. In die BGR Nord. So. Nun könnte man hergehen und die restliche Silage munter zu Ballen pressen und entweder Ballen pressen oder wir machen. Ah, den nimmt aber nur für Silage. Aufgerollte hier Silage BGA. Woanders gibt es nichts dafür. BGR Süd. Jetzt muss man sich mal reinziehen. Fahren hier mit einem Kipper und dann BGR Nord. Ne, macht ja keinen Sinn hier. BGR Nord, das ist ja sogar noch. Wir könnten einfach hier so einen LKW im Kreis fahren lassen. Was haltet ihr davon? Bisschen Blabla. Machen wir mal abfahren lassen. Kursaufzeichnung beginnen. Wir machen das jetzt einfach. Ich hab Bock, hier den im Kreis fahren zu lassen. So. Dann fährt er hier über den Verkaufsträger. Fahrer einstellen. Wollen wir nochmal gucken. Ja, guck mal, er nimmt sogar noch was auf hier. Das ist natürlich auch geil. Warum hakt er denn so? Naja, okay, es hat sich wohl durch irgendwie von Zauberhand verschoben. Also der Einzugsbereich von dem Band ist auf jeden Fall groß genug, so dass wir da halt hier keine Schwierigkeiten haben sollten. Aber ich positioniere das jetzt nochmal ein bisschen anders. Stell das hier schön dicht dran. So, dann nehme man einmal dieses. Guck mal hier, das hat sich verschoben, klar. Warum? Man hat ja nichts gemacht daran, ne? Aber wir schwenken das jetzt einfach mal hier so rum. Und dann haben wir den Salat. Da geht jetzt einiges durch und dann wird auch wieder Silage verkauft. Das ist doch wunderbar. Ja, ich verkaufe die Silage jetzt pur. Und ich werde sie nicht zu Beinen formen. Wir können jetzt natürlich noch eine Göber da unten hinstellen und dann da einen Kurs für einrichten, der dann da alles quasi wie von Zauberhand hinbringt und ja, sag schnell, prima Silageballen dann unten presst an der am Strohballenverkauf, aber ganz ehrlich, lassen wir jetzt mal offen. So. Hier gibt es wieder Baumstämme. Das ist fein. Das ist fein. Zack. Dann wollen wir mal aufladen. Zack. Und dann wollen wir das natürlich hinten genauso handhaben.
Hey, was ist denn mit dir? Guck mal, 2 Millionen haben wir wieder, ne? Ich finde das schon, okay, muss ich ja nicht zugeben. Gefällt mir ganz gut. Wenn ich jetzt überlege, ne, das hier müssten wir eigentlich runter in den Süden bringen, ne? Machen wir auch. Hey. Ist das nicht der Kurs? Nein, ist er nicht. Verdammt. Ist das denn? Holzende Sägewerk. Habe ich keinen Kurs dafür? Nein, habe ich nicht. Warum habe ich denn hierfür keinen Kurs, bitte? Dann machen wir dafür eben einen. Dann fangen wir jetzt hier mit der Kursaufzeichnung an. Und machen jetzt einen Kurs, der runter zum südlichen Sägewerk führt. Dass wir das auch beliefern können. Das geht ja nicht, dass hier mal so gar nichts los ist. Das geht nun wirklich nicht. So, jetzt haben wir es 8 Uhr, jetzt können wir wieder auf einfach runter. Obwohl, nee, wir können nicht auf einfach runtergehen. Wir haben noch Produktion am Laufen. Das Stroh muss weg. Da müssen wir Kompost draus machen. Und warum fährt er immer noch im Kreis hier? Du könntest doch schon längst beim Abladen gewesen sein. Das verstehe ich nicht, ne? Ach, jetzt haben wir den Wasserträger vor uns. Oh Mann. Das machen wir ganz einfach. Wir berechnen jetzt hier die Aufnahme ab. Beziehungsweise pausieren das Ganze. Überholen. Das ist hier Trick 17, hä? So, und dann sagen wir nämlich ganz einfach hier. Füllen wir mal auf und machen weiter. So läuft das nämlich. Klar, man hätte jetzt auch einfach sagen, also mit diesen Zwischenschritt mit dem Auffüllen, das hätte man jetzt gar nicht machen müssen. Wir hätten auch einfach sagen können, mein Gott, was ist denn heute los? Sagen können, wir machen einfach nur zwei Wegpunkte und er zieht sich ja dann einfach den Kurs selbst. Also er fährt ja halt von Wegpunkt zu Wegpunkt und das hat natürlich in der geraden Linie. Und aus dem Grund hätten wir jetzt gar nicht hergehen müssen und ihm hier noch diese Zwischenschritte da reindrücken müssen. Das ist einfach nur jetzt Kosmetik, sage ich jetzt einfach mal gewesen. Man kann dadurch natürlich auch, das ist natürlich was anderes, die Geschichte ein bisschen kleiner halten. Also die Kurse, ne? Nicht so viele Wegpunkte und dadurch wird es ja angenehmer, sage ich jetzt mal, wenn wir halt nicht so viele Wegpunkte haben. Da braucht Cosplay nicht ganz so lange zum Laden. So, dann machen wir mal hier Haltepunkt. Weg mit dir. Dann nehmen wir hinten. Andere Richtung.
So. Oh, ach, hier ist ja auch wieder was los. Hier, Alter, genau hier können wir das Stroh hinbringen. Das ist es. Da können wir noch Stroh lassen. Boah, wir sind gerettet. Da mache ich gleich mal einen Kurs fertig. Dann haben wir auch nicht so ein Kompostproblem und auch nicht so, so ein Stroh, so ein Riesenstrohproblem zumindest. Da können wir noch einen zweiten Abfahrer einstellen. Oh, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Aber wir sind schon wieder bei der Zeit, Leute. Das ist auf jeden Fall was, das sollten wir morgen im Auge behalten oder ins Auge fassen, wie auch immer man es da halten möchte. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein. Liken, kommentieren, abonnieren. Hauptsache Interaktion. Ganz wichtiges Thema. Ich mache diesen Kurs jetzt noch zu Ende, fahre jetzt noch hoch zur nördlichen Waldsäge und ja, bedanke mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.